Professor Thorsten Stapelkamp ist Initiator des Studiengangs Mediendesign der Hochschule Hof und stellte diesen im Zusammenhang mit dem Thema Creative Industries, Kreativität als Wachstumsbranche vor. Sie sind bekannt und geschätzt durch den Studiengang Textildesign. Was halten Sie von dem neuen Studiengang Mediendesign und welche Perspektiven hat der? Ja, ich selber bin ja auch nicht für Textildesign hier, sondern für Mediendesign. Und der Studiengang ist jetzt zwar schon im vierten Jahr, aber ab Oktober diesen Jahres wird er quasi komplett neu starten. Dann eine neue Studienordnung, Prüfungsordnung, die wir ganz neu haben und wo wir dann eben die Themen Service Design und Interface Design sehr speziell anbieten möchten. Sie besuchen die Coburger Designtage zum ersten Mal. Was für einen Eindruck haben Sie davon? Oh, das ist ja positiv, also beneidenswert im Endeffekt. Also im Endeffekt, wir wollen ja ohnehin mit den Coburgern, mit der Hochschule, mit Ihnen hier sehr viel in Zukunft zusammenarbeiten. Natürlich auch, weil Sie schon so weit sind, weil Sie schon so viel machen. 22. Coburger Designtage spricht ja einiges für sich, dass Sie schon die 22. Jahr quasi am Start haben. Und wenn man sich dann das Umfeld anschaut mit den Zeltaufbauten, mit anderen Aufbauten, also das ist ja die Ausstellung selber, die Inhalte hier, das ist also wirklich sehr beneidenswert, wie weit Sie schon sind und da wollen wir auch noch hinkommen. Der Vortragsgast Hans-Helmut Esser ist Architekt und Gründer des Esser Designs ED Network. Mit dem Vortrag zum Thema Embedded Design als Integrator für Interdisziplinarität, Technologie und Netzwerkprozesse lud er zur Diskussion ein. Hallo Herr Esser, wie muss denn die Ausbildung konzipiert werden, damit sie der Zukunft gerecht wird? Also ich glaube, dass erstmal die einzelnen Disziplinen bezüglich ihrer inhaltlichen Ausrichtung genau zu definieren sein werden in Zukunft. Das heißt, der Architekt, welche Aufgaben kommen auf ihn zu, der Innenarchitekt, der Designer, der Produktdesigner, der Webdesigner und so weiter. Man muss es wirklich differenziert angehen und muss dann aber in der Gesamtheit den Studenten von Anbeginn durch Projekte, also Aufgaben oder anwendungsbezogen, diese Interdisziplinarität, wie ich es nenne, das interdisziplinäre Zusammenarbeiten, auch mit einer gemeinsamen Sprache, wie das hier auftauchte heute bei dem Vorgänger, eingeübt werden. Das heißt, dass man bereits im Studium solche Netzwerkprojekte, wie ich sie seit 4-5 Jahren jetzt kreiere und inhaltlich verfolge, dass man die bereits auch in die Hochschulen hineinträgt und während des Studiums anwendungsbezogen, praxisbezogen diese interaktiven Prozesse einüben kann und sie auch für das Studium dann umsetzen kann. Nur so, glaube ich, kann man den Aufgaben und den inhaltlichen Ausprägungen für die Zukunft, auch für die Studenten und die studentische Ausbildung gerecht werden. Das ist meine feste Überzeugung. Okay, vielen Dank.